Liebe Zuschauer, liebe Freunde, Happy Reformationstag und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute wieder an meiner Seite unser Bibelhistoriker Herbert Richter. Herbert, grüße dich. Ich grüße dich auch. Herbert, und damit wären wir schon beim Thema Reformationstag. Wir haben bald wieder Reformationstag, allerdings laufen mittlerweile in Deutschland am Reformationstag so viele Leute rum, verkleidet und wünschen sich Happy Halloween. Halloween, was hat es damit auf sich? Woher kommt dieses Halloweensfest? Das Halloweenfest ist eigentlich nichts anderes als das alte germanische und vor allen Dingen keltische Neujahrsfest, was da gefeiert wird. Mhm, also ein keltisches Neujahrsfest. Jetzt musst du mir ja nochmal helfen mit den Kelten. Wann waren die, wo waren die? Die Kelten und Germanen zählen zu den Ureinwohnern Europas. Etwa Jahrhunderte vor Christus bereits siedelten die Kelten in einem relativ breiten Band, ausgehend von den britischen Inseln, also Irland, Schottland, Großbritannien, runter bis Westeuropa, also Gallien, Spanien war keltisch besiedelt, dann in einem schmalen Band Süddeutschland, Alpenraum, bis runter in den Balkan, wo sie sich dann teilweise in Kleinasien, Stichwort das biblische Galatien, verloren haben. Kelten und Germanen waren eng miteinander verwandt oder sind eng miteinander verwandt. Sie verhalten sich sozusagen wie Cousin und Cousine zueinander, haben aber gewisse, sagen wir mal, kulturelle Unterschiede besessen. Okay, das heißt, die Kelten und die Deutschen heute sind sehr, sehr ähnlich miteinander. Eher die Deutschen und die Germanen, aber die süddeutschen Völkerschaften, die Bayern, die Baden-Württemberger, auch die Österreicher, da steckt sehr, sehr viel keltisches Blut in ihnen. Jetzt hast du gesagt, Halloween ist ein keltisches Neujahrsfest. Wie kann ich mir denn so eine Neujahrsfeier bei den Kelten vorstellen? Mit Sekt und Raketen? Zumindest das Letzte hat es damals noch nicht gegeben. Die Kelten hatten eine eigenartige Vorstellung von einem Weiterleben nach dem Tod. Und sie dachten vor allen Dingen, dass in der sogenannten Jahreswendnacht, die allerdings nicht unbedingt genau auf diesen Termin lag, weil die Kelten einen Mondkalender hatten, dass da die Wand zwischen der diesseitigen Welt und der jenseitigen Welt sehr dünne wird und dass im Rahmen dieser Nacht, dass da also es den sterblichen Menschen zum Beispiel möglich ist, tote Geister der Verstorbenen zu empfangen, möglich ist, dass man von den Toten Wahrsagerei oder Zukunftsdeutungen haben kann. Es gab auch in einigen keltischen Stämmen die Sitte dann, dass man zu diesem Zeitpunkt Kriegsgefangene opferte. Also so etwas hat im Wesentlichen das keltische Samhain-Fest beinhaltet. Samhain-Fest. Also das klingt schon mal nicht nur sehr gruselig, sondern es klingt auch nach einem religiösen Fest. Das heißt, es war eher ein religiöser Feiertag bei den Kelten? Es war ein ausschließlich religiöser Feiertag, wie man grundsätzlich sagen muss, dass bei den antiken Völkern praktisch alle Feste einen religiösen Hintergrund hatten. Welche Religion hatten denn die Kelten? Die Kelten hatten ihre eigene Religion, man nennt es die sogenannte Druidenreligion, war der germanischen sehr ähnlich, hatte aber einen ganz großen Unterschied. Die keltische Religion war organisiert in einer festen Priesterschaft, die sozusagen eine Art innerkeltischen Hochadel darstellte. Okay, und an diesem Halloweenstag wurde die Wand zwischen zwischen dem Dies und Jenseitigen sehr dünn. Und die Toten konnten also rüberkommen? Also man hatte zumindest die Vorstellung, dass es Priestern, doch einfachen Menschen möglich war, diese Wand zu durchtrennen mit bestimmten Opferhandlungen, mit bestimmten kultischen Handlungen, die von Stamm zu Stamm sicherlich unterschiedlich gewesen sein mochten. Okay, das heißt, man konnte vom Diesseits ins Jenseits oder andersrum? Sowohl als auch, wobei man vorwiegend die Vorstellung hatte, dass Tote und vor allen Dingen auch ehemalige tote Feinde vom Jenseits ins Diesseits gehen konnten und dann eben unter Umständen Schlechtes verursachen konnten, weswegen man dadurch Opferhandlungen dann diese Geister der Toten quasi besänftigen musste. Okay, das heißt, dieses Neujahrsfest ist eigentlich so eine Art Totenfest? Ja, streng genommen ist es eine Art Totenfest, wobei man diese Toten quasi beruhigen, besänftigen wollte durch Opfergaben. Das erklärt vermutlich auch die Verkleidung von vielen Leuten heutzutage am Halloweenstag, dass man
irgendwelche Skelettverkleidung hat oder aussieht wie Tote. Das erklärt das und das erklärt auch diesen Ruf von zahlreichen Kindern, die dann Süßes und Saures dann schreien, weil sie natürlich ein paar Bonbons will heute keiner mehr, Schokolade, Milky Way und so weiter haben wollen. Also der Gedanke, ich muss diesen toten Geist, der jetzt kommt, besänftigen mit einem Opfer, weil er mir sonst Saures oder Böses in mein Leben hineinschickt. Das ist so der Hintergrund für die Süßigkeiten, die man dann da verteilen soll. Klingt ja nicht sehr gut. Herbert, nimm uns doch vielleicht nochmal trotzdem mit, wie sah denn konkret so ein Gottesdienst an Halloween aus? Wir müssen dazu sagen, dass die Kelten keine schriftlichen Überlieferungen hatten. Wir wissen tatsächlich nichts. Was heute an Halloween gefeiert wird, ist eigentlich eher eine Art eigenwillige Rückinterpretation bestimmter religiöser Gruppen, die sich das so und so vorzustellen wünschen. Wirklich wissen können wir es nicht, wie eine solche Totenbeschwörung aussah. 100% wissen nicht, aber es gibt natürlich Vermutungen, die dann auch heute mehr oder weniger kunstvoll von bestimmten Richtungen nachvollzogen werden. Totenbeschwörung, okay. Ich hatte mal was von Menschenopfern auch gehört an Halloween. Ja, das ist sicherlich richtig. Die Kelten hatten die Eigenart, also germanische Kriegsgefangene, die sie gemacht hatten, zu opfern ihren Göttern. Und das war eine sehr unangenehme Sache, weil man hat so etwas tatsächlich aus Beschreibungen nachvollziehen können. Man hat sogar solche Kultstätten gefunden. In Süddeutschland hat man sogar einige aufgebaut. Man hat die Feinde enthauptet und ließ dann die Toten verwesen stehen. Das heißt, man hat sie dann an bestimmten Stellen aufgespannt. Wow. Und ließ sie dann bei totem Leibe dann im Laufe der Zeit verwesen. Und das galt dann eben in diesen sogenannten heiligen Hainen als eine Art verehrungswürdiger Kult. Schön ist natürlich etwas anderes, aber das wurde dann eben auch gefeiert. Und man hatte dann eben die Vorstellung, dass zu Samhain dann diese Geister in ihre Körper oder Skelette zurückkehrten und dass man die dann eben besänftigen musste mit diesen und jenen Opferhandlungen. Und dafür war eben die Priesterschaft der Druiden zuständig. Ja. Klingt ja sehr düster, wenn wir gerade von Feiern reden, also diesen Neujahrstag feiern. Das klingt weniger nach Feiern, sondern eher nach einem ziemlich gruseligen Tag, selbst für die Leute damals schon. Es wurden Menschen brutal ermordet, man gedachte, dass die Toten dort rumlaufen. Also wie hat sich denn der Durchschnittskelte damals gefühlt an so einem Tag? Der Durchschnittskelte hatte an diesem Tag das, was er offiziell als anständige guter Kelte oder eventuell Germane niemals haben durfte, Angst und Furcht. Und das wurde dann auch erlaubt. Man hatte Angst, man hatte Furcht, das sogenannte Samhainfest, wo ja auch dann die Tage immer dunkler und dunkler wurden hier in Nordeuropa, galt eher als ein sehr furchtsames Fest im Gegensatz zum Frühlingsfest. Das gab es also auch, den Gegenpart dazu. Das war dann eher mehr ein fröhliches Fest. Wir sollten uns von dem Gedanken verabschieden, dass Feste unbedingt immer etwas Frohes sind. In den antiken Religionen bedeuteten Feste auch durchaus eher etwas Furchtsames. Ja, okay, ja, und trotzdem, also hat das Fest, selbst wenn es jetzt nichts Fröhliches ist, ist ein sehr furchtsamen Charakter und auch eigentlich sehr unschön, gerade was da passiert ist. Wahrsagerei hatte ich auch mal gehört. Ja, ist richtig. Die Druiden befragten dann zurückgekehrte Tote oder was man dann eben dafür hielte. Es ging dann darum, wird die Ernte im nächsten Jahr gut? Das waren noch harmlose Fragen. Bis hin zu, wie wird die Schwangerschaft meiner Frau verlaufen? Kurz, da konnten dann eben auch die einzelnen Kelten dann kommen mit Opferhandlungen und dann eben den Toten oder die Geister der Toten befragen gegen entsprechendes Entgelt oder Opfer. Und es hat natürlich auch staatspolitische Bedeutung gehabt. Wie wird der nächste Krieg ausgehen? Lohnt es sich im nächsten Jahr gegen den Nachbarstamm zu ziehen? Da spielten dann eben auch die Druiden als eine Art übergeordnete Priesterkaste, die im ganzen Keltenland hoch angesehen war, spielten da eben auch eine ganz, ganz große Rolle. Okay, aber wenn ich jetzt auf dieses Fest schaue, das gefällt mir überhaupt nicht, was da passiert. Und ich glaube, das würde heutzutage den wenigsten gefallen, solch ein Fest zu feiern oder selbst dieses Fest heutzutage nachzumachen. Also ich habe die Vermutung, dass
keiner, der heutzutage Halloween feiert, das weiß, was dort passiert ist, oder? Nein, das ist nicht ganz richtig. Die Menschen aus dem keltischen Kulturkreis, die Bretonen, Schotten, Iren, wissen sehr gut, was da passiert ist. Und wir müssen jetzt eines dazu sagen. Irland und Großbritannien wurden im 5. Jahrhundert bereits christianisiert. Und damit ist eigentlich dieses Fest erst einmal erloschen. Eine große Renaissance erlebten diese heidnischen Feste eigentlich im 18., im 19. Jahrhundert, als Schottland und Irland gegen den Willen der dortigen Bevölkerung sozusagen heimgeholt wurden in das englische Königreich. Und diese Feste erlebten quasi im Rahmen des beginnenden Nationalismus eine Art Renaissance und begannen damit eine Art, wie soll man sagen, nationale Identität zu bekommen für die Iren, vor allen Dingen für die Iren, für die Bretonen, für die Schotten. Und das hat natürlich besondere Rolle gespielt für die Auslandsiren, für die Auslandsschotten, besonders eben in Amerika, ja, wo eigentlich das gesamte Halloween-Fest eigentlich herkommt. Die eigentlichen Iren haben es kaum noch gefeiert. Eigentlich diese Welle des Halloween-Festes kommt heute aus Amerika, aus dem iroschottischen und, wir müssen auch sagen, aus dem lateinamerikanischen Bereich. Okay. Aber man hat sich also, um als Volk eine Identität zu haben, hat man sich die alten Feiertage der heidnischen Vorfahren hat man sich wiedergeholt als Mittel zum Zweck des Nationalismus. Ja, das ist streng genommen richtig und diesen Vorgang sehen wir auch in anderen Kulturen, bei den slawischen Völkern, bei an anderen, auch bei den Iren, bei auch Chinesen, Arabern und so weiter, sehen wir das eigentlich auch, dass Nationalismus teilweise Ausdruck findet in einer bestimmten äußeren Frömmigkeit, in einer äußeren Religiosität. Und natürlich, vollkommen richtig, an sich ist es ein gruseliges Fest, aber es hat dann mehr eine Art Volksfestcharakter bekommen mit einem gruseligen Hintergrund. Okay. Gerade im wohlstandsverwöhnten Amerika, wo man dann diesen Gruseleffekt eher als positiv empfunden hat, weil man wirklich echte Katastrophen, echtes Leid hat. Okay, stimmt, gar nicht mehr kennt. Ja. Gut, wie in Amerika Halloween gefeiert wird, dazu kommen wir gleich noch, weil das ja noch sehr modern ist, das Fest, zumindest in Amerika. Herbert, du sagtest gerade, so das 5. Jahrhundert wurden dann die Kelten, wurden christlich. Wie verschwindet denn, ich sag mal, so ein Kult um Halloween, dass man einfach sagt, so, jetzt sind die Christen hier, jetzt vergessen wir mal schön, was wir hatten, oder wie macht man das, dass so eine Feste dann verschwinden? Die Christen haben bei der Christianisierung des keltischen Kulturpreises einen großen Erfolg erzielt. Allerdings, und jetzt sage ich meine persönliche Meinung, die kann verkehrt sein, sie haben da einen merkwürdigen Kompromiss geschlossen. Sie haben heidnische Traditionen genommen und sie dann verchristianisiert. Das ist das gleiche Mittel, wie auch Kaiser Karl der Große im Grunde genommen das Weihnachtsfest benutzt hat, also quasi einen heidnischen Feiertag genommen hat und hat quasi diesen heidnischen Feiertag per Gesetz christianisiert, indem er gesagt hat, hier legen wir jetzt den kirchlichen Gedenktag absichtlich darauf, um den Menschen, die noch heidnisch gesinnt sind, die Übernahme des Christentums relativ einfach zu machen. Das hat sehr, sehr großen religiösen oder machtpolitischen Erfolg gehabt, aber für den geistlichen Inhalt hat das für meine Meinung, ich sage nochmal, die kann verkehrt sein, einen sehr negativen Aspekt hereingebracht, die Vermischung des biblischen Christentums eben mit der Welt. Naja gut, aber ich sag mal, du hast eine Handvoll von wirklich Kelten, die vom Christentum nichts verstehen und jetzt mach daraus mal was. Eigentlich fand ich die Strategie sehr pragmatisch. Die Strategie ist pragmatisch, vollkommen richtig, aber sie ist fehlgeschlagen, eigentlich vor allen Dingen fehlgeschlagen, erst seit den letzten Generationen, wo quasi dieses heidnische Fest neu entdeckt worden ist. Ich will den Kelten und den Iren der vergangenen Jahrhunderte nicht absprechen, wenn sie Weihnachten gefeiert haben und wenn sie das zeitlich nahe Allerseelenfest und Allerheiligenfest gefeiert haben, dass da ein großer Teil der Kelten im 16., 17., 18. Jahrhundert wirklich mit ganzer Seele dahinter standen und auch den christlichen Inhalt eigentlich gemeint haben. Mhm. Eigentlich in den letzten Generationen ist umgekehrt nur das Heidnische wieder hochgeschlagen, mit durch die leider tatkräftige Beihilfe amerikanischer sonderreligiöser Gruppen, die eigentlich absolut nicht christlich sind. Jetzt gibt es eine Namensähnlichkeit zwischen Halloween, also All Hallows Eve, Allerheiligen, Abend mit Allerheiligen, dem christlichen Fest. Ist das zufällig?
Ja, eigentlich ist es zufällig und doch nicht zufällig. Es hat im frühen Christentum vollkommen natürlich immer wieder Gedenktage gegeben für die toten Märtyrer. Da ist der Gemeindeleiter, jener Bischof, jener Älteste den Märtyrertod gestorben und die christliche Gemeinde hat, und das finde ich eine sehr gute Sitte, hat dann eben die Todestage ihres Bischofs oder ihrer Heiligen in Erinnerung gehalten. Mhm. Eben in Erinnerung, es kann auch an uns eines Tages Verfolgung kommen, und man hat dann eben gedacht im Sinne eines Gedenkfeiertages, wo dann eben auch gepredigt wurde, hier seid dem Herrn Jesus treu, wenn auch Leiden oder Verfolgung kommt. Und die Zahl der Märtyrer wurde dann im Laufe der Jahrhunderte immer größer, sodass die Kirche beschlossen hat, einmal die westliche Kirche, einmal die östliche Kirche, dass entweder in der ersten Woche nach Ostern oder in der ersten Woche nach Pfingsten, einmal die Ostkirche, einmal die Westkirche, dass da ein allgemeiner Feiertag genommen wird für alle Märtyrer. Und das war gerade zur Zeit von Kaiser Karl dem Großen. Der hat gesagt, aus pragmatischen Gründen legen wir diesen Heiligentag, diesen Allerheiligentag, wo an alle christlichen Märtyrer gedenkt wird, legen wir aus pragmatischen Gründen an jeden Tag, also einen Tag später, wo an dem Tag das heidnische, ja, Totengedenkfest war, und das war an dem Tag gewesen, in dem Jahr, der 1. November. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Kelten einen Mondkalender hatten und ihr heiliger Tag eben auch gewechselt hat, genau wie der jüdische Kalender auch. Okay. An dem Tag, ich weiß jetzt nicht, 800 oder 813 war das gewesen, fiel dieser Tag eben auf den 31. Oktober, respektive dann wurde Allerheiligen, der Märtyrertag, nach dem Sonnenkalender immer auf den 1. November gefeiert. Und alle Seelen, das ist dann im 10. Jahrhundert dazugekommen, da wurde dann gedacht, Totengedenktag an die eigenen Toten, die jetzt im sogenannten Fegefeuer ihre Strafen abbüßen, ein katholischer Feiertag, der natürlich absolut nicht biblisch ist. Okay, aber so hat dann Halloween quasi seinen Namen bekommen. Aus Samhain ist dann Halloween geworden, weil es auf den Abend gelegt wurde, wo man All Hallows, also der Allerheiligen, gedachte. Aller echten Heiligen, aller Märtyrer gedacht hat, was auch jetzt wieder pragmatisch gewesen war und sicherlich auch über die ganzen Jahrhunderte hinweg bei den meisten Christen auch irgendwie ehrlich gemeint war. Ja, okay. Okay, und so wie damals die Christen auf den keltischen Feiertag quasi ihr christliches Allerheiligen draufgesetzt haben, so kommt jetzt quasi wieder die der heidnische Bodensatz voll durch, ja, durch allerdings die tatkräftige Hilfe von einer bestimmten Filmindustrie, durch die tatkräftige Hilfe, jetzt müssen wir leider dazu sagen, von satanistischen Gruppen, die das für ihre Zwecke natürlich sehr gerne ausnutzen und dann auch das Samhain-Fest teilweise auch sehr stark uminterpretiert haben mit bestimmten Riten, wo vielleicht so ein anständiger Druide sagen würde, also nur mal langsam, meine lieben Nachfahren, so war das noch nicht gemeint. Okay. Ja, okay, verstehe. Um einfach was rauszuholen aus dem Fest und für sich und für seine eigene Sache Marketing zu betreiben. Okay. Herbert, Süßes sonst gibt Saures. Was soll das denn? Ja, also das war der Hintergedanke eigentlich, dass man gedacht hatte, wir müssen jetzt die Geister der wiederkehrenden Toten, die sozusagen nach der Gemeinschaft mit den Lebenden hungern, die müssen wir besänftigen, weil der Kelte grundsätzlich gedacht hat, auch der Germane, dass die Toten immer den Lebenden etwas Böses wollen. Eigentlich logisch Blödsinn, wenn die eigene Oma stirbt, die noch am Sterbebett ihre Enkelkinderchen gesegnet hat, wenn die dann tot ist, die wird ja nicht plötzlich als Tote wiederkehren und dann der ganzen Familie was Böses wünschen. Das ist eigentlich wieder natürlich. Aber die keltischen und auch die germanischen Völker hatten eben die Auffassung, dass die Toten die Geister der Toten grundsätzlich den Lebenden etwas Böses wünschen wollten, und die mussten durch Opfer besänftigt werden. Daher wurden dann den Priestern, vor allen Dingen den Druiden, dann eben Weihegaben gebracht, die sie dann für sich selber natürlich behalten durften. Okay, das war auch schon klar. Ja. Aber und das war dann eben halt der Gedanke, entweder du gibst nichts, dann bekommst du von den Toten Saures, dann werden sich die Toten bei dir rächen, oder du gibst jetzt Opfergaben, süße Milch, Käse und was dann eben auch als Lebensmittel benutzt wurde. Ja. Das ist dann, daraus ist dann eben der Gedanke geworden, ja, die Kinder sollten eben die Süßigkeiten bekommen. Wurden bei den Kelten auch schon so eine
Kürbisse geschnitzt? Nein, denn der Kürbis kommt, wie jeder meiner Zuschauer weiß, eigentlich aus Amerika. Und daher ist das also in Amerika die Sache mit dem Kürbis geworden. Bei den Kelten ist eine Zuckerrübe ausgeschnitzt worden und das war eine ziemlich üble Sache. Es war kein reiches Land, Irland, Schottland, da hat sowas, ist, hat sowas nicht gut gedacht. Die Zuckerrübe war auch schon eigentlich Opfergabe gewesen. Mhm. Dann hat man dann eben aus praktischen Gründen aus Amerika den Kürbis übernommen, hat dann da eben quasi, das sollte ein Quantum Totenkopf darstellen, hat dann eine Kerze reingestellt. Das sind dann aber ein Lichtkult, der sich erst entwickelt hat. Wir wissen nicht, ob die Kelten wirklich extra eine Kerze genommen hatten und in eine Rübe reingestellt haben. Es war mit diesem Totenfest war eine Art Lichterkult verbunden, das ist richtig. Aber ob das wirklich, dass da jetzt wie in unseren armen Kürbis da zwei Teelichter reingestellt würden, das ist eine Uminterpretation, die eigentlich erst aus Amerika kommt und die stimmt so absolut sicherlich nicht. Verstehe, Herbert. Herbert, ich persönlich feiere ja kein Halloween, von daher weiß ich nicht, was ich mit dem Kürbis danach machen soll. Man sollte ihn bei einem Apotheker entsprechend entsorgen, wie auch Altarzneimittel. Und der Apotheker weiß dann schon, was er mit dem Kürbis macht. Herbert, jetzt habe ich dich aber reingelegt. Ist das nicht ein rituell verunreinigtes Lebensmittel? Zweifelsohne, aber abt als guter Christ könnten wir ja schließlich sagen, es gibt ja keine Götzen infolgedessen. Und wenn ich jetzt vom Jüdischen her kommen sollte, die Juden durften auch kultisch verunreinigte Gegenstände benutzen, wenn den heidnischen Götzen zum Beispiel die Ohren und die Nase abgeschnitten wurde, dann durften sie auch diese benutzen. Also ich würde in dem Fall den Kürbis aus pragmatischen Gründen einfach schälen und den Rest würde ich schon sagen wir mal, einer vernünftigen Verwertung. Herr, das klingt nach intellektuell liberalem Christentum. Genauso habe ich dich eingeschätzt. Ich muss schon bitten, ich nehme nur Süßstoff und keinen Zucker, ja? Herbert, die Verkleidung als Toten, wann kam die auf? Die kam eigentlich auch erst in Amerika auf, hat eigentlich nichts zu tun mit einem keltischen Brauch. Die Kelten, auch die Priester haben sich nicht als Skelett verkleidet, dafür hatten sie selber auch vor den Toten viel zu viel Angst. Nein, das ist eigentlich ein Ritus, der aus Amerika gekommen ist, sich zu verkleiden, wobei ich gleich jetzt dazu sagen möchte, Verkleidungsspiele gibt es in mehreren Kulturen, die sind auch per se nicht unbedingt böse, solange es bei einem kindlichen Spiel bleibt und nicht weiter. Wir alle haben als Kinder gespielt, das bekannte Spiel, was heute keiner mehr kennt, und spielt man sowas wie Computer und solche blöden Dinger. Früher hat man Vater, Mutter, Kind gespielt und dann, wenn dann drei Jungen waren, das gibt's war, auch noch. Ach, das gibt's noch. Das gibt's noch. Naja, bei deinen Kindern vielleicht. Da war einer war die Mutter gewesen, einer war das Kind gewesen und ja, da haben sie auch verkleidet. Warum feiern die oder haben die Druiden auch bei Dunkelheit gefeiert? Also war Dunkelheit ja, ihr zentrales es war, Element? Ja, die Dunkelheit war notwendig. Auch, es wurde ja auch in den Oktober-November-Abenden, also der Mondkalender war ja so, dass dieses Fest war eben zwischen Mitte Oktober, Mitte November war eben immer. Dann wurden ja die Nächte auch länger. Und wenn man erst recht nach Norden geht, also Schottland, Irland, Südnorwegen, wo ja die Zeit noch früher dann dunkel wird, da spielte die Dunkelheit schon eine große Rolle. Auch die abnehmende Tageslänge, der Sieg der Finsternis, der Sieg des Todes, der Sieg der sterbenden Natur. Also diese Gedanken spielten da schon eine Rolle. Es war schon ein düsteres Fest natürlich. Genau, düster ist ein gutes Stichwort, Herbert. Wir haben jetzt viel über Halloween geredet, über das Samhainfest. In der Dunkelheit viel Grusel, viel Okkultes dabei, viel Dämonisches, Menschenopfer, Wahrsagerei. Vor allen Dingen die Angst vor den Toten, die durchaus auch manchmal berechtigt sein kann, wenn zum Beispiel ein böser Familienvater über die ungehorsame Tochter, weil sie nicht den Mann geheiratet hatte, er wollte zum Beispiel, oder weil sie ein uneheliches Kind hatte, brachte einen Fluch über die Familie. Und selbst da hat man ja heute sogar, auch bei Ungläubigen, haben durchaus noch Angst, wenn ein Sterben da einen Fluch ausspricht. Ja, okay. Aber es ist durchaus nachvollziehbar. Ja, aber es ist irgendwie doch sehr, sehr okkult und alles, also die ganze Philosophie ist ein Fest des Bösen, ein Fest des Gruseligen, damals sogar noch mit Menschenopfern und Wahrsagerei und vielen schlechten Sachen. Herbert, dann ist es die Frage eigentlich doch nur rhetorisch, dürfen
oder sollten Christen Halloween feiern? Die Antwort lautet nein. Zumal gerade aus dem Grund, den du jetzt gesagt hast, die amerikanischen Satanisten, die es dort in sehr großem Maße gibt, haben aus diesem Grund auch dieses Fest genommen. Sie hätten ja auch ein anderes Fest nehmen können, haben dieses eigentlich irische Fest genommen, für ihre Zwecke ausgenutzt und da sozusagen eine Art heidnisches Ersatzweihnachten gefeiert. Natürlich letztendlich mit einem total anderen Inhalt als ein normaler keltischer Priester sogar für gut heißen würde. Ja. Auch von diesem Hintergrund würde ich jetzt sagen, ein Christ hat also mit diesem Fest nicht das Geringste zu tun. Das ist also für einen Christen ja genauso erlaubt, wie jetzt hier das Geburtsfest Buddhas zu feiern, oder? Okay, Herbert, also dass du Halloween nicht feiern willst, ist mir irgendwie klar und dass du auch dagegen bist, aber vielleicht argumentierst du mal vernünftig, am besten biblisch. Okay, wir haben im Alten Testament, dass das Volk Israel sein Land einnehmen sollte, und da gab es ein Gebot Gottes, eindeutig: Ihr sollt nicht nur die Kanaaniter besiegen, ihr sollt die heidnischen Götzen verbrennen, ihr sollt sie vernichten, ihr sollt ihre Feste nicht feiern, egal ob jetzt diese Götterstatuen aus Gold oder Silber und so weiter und so fort sind. Gut, aber Götzenstatuen haben ja keine Macht. Das ist richtig. Die Statue per se ist erstmal nur ein Gegenstand, mehr oder weniger wertvoll, und hat natürlich keine Macht. Aber in dem Augenblick, in dem eine lebendige Seele diese Statue anbetet, sei es auch mit einem ehrlichen Herzen, es gibt in der unsichtbaren Welt nicht nur den einzig wahren allmächtigen Gott, es gibt eben auch abgefallene Engel, Dämonen, letztendlich den Satan selber. Und diese Mächte merken sehr wohl, wenn eine Seele sich wendet an eine andere Person als an den lebendigen Gott. Und die Folge ist natürlich, dass dann Satan in Erscheinung tritt und dann letztendlich diese Gebete des Betreffenden beantwortet. Und Satan ist eben von einer solchen Art und Weise, dass er dann auch über diesen Menschen eine Macht ausübt, dass er von diesem Menschen einen Preis verlangt dafür, dass diese Statue jetzt diese Gebete zum Beispiel erhört. Und das ist dann durchaus nicht. Okay, Herbert, vielleicht übertreibst du nicht so ein bisschen. Ich meine, 99% der Leute, die Halloween heutzutage feiern, machen sich daraus einen Riesenspaß, so wie Walpurgisnacht im Harz. Ja, eben. Und genau das ist es ja, womit auch Satan lockt. Niemals wird Satan Anhänger gewinnen, wenn er da steht und sagt: Hu, hallo, ich bin Satan, ich führe euch in die ewige Verdammnis. Genau das ist es, was ja auch typische Fangmethode ist von allen satanistischen okkulten Sekten, dass sie vor allen Dingen mit Spaß werben, mit Lust, mit Freude. Und dann wird ja gesagt: Ja, aber das ist doch eigentlich harmlos und das macht doch Spaß. Und kann denn Liebe Sünde sein? Kann denn etwas, was Spaß macht, Sünde sein? Ja, es kann unter Umständen sehr böse sogar sein. Manche Gifte schmecken eben süß. Okay, Herbert, klarer Vorwurf. Dann werfe ich dir aber jetzt mal vor, dass alles, was mit Feiern zu tun hat oder auch Feiern endet, bei dir schon durchgefallen ist. Ich habe das Gefühl, du bist generell gegen Feiern. Diejenigen Menschen, die mich kennen, wissen natürlich, dass ich einen garstigen schwarzen Humor habe. Du hast teilweise recht. Ich feiere nicht sehr gerne, weil ich ein sehr ernst angelegter Mensch bin. Aber grundsätzlich, feiern ist in der Bibel nicht nur nicht verboten, es ist sogar geboten. Aha. Es heißt da, feiert die Feste des Herrn. Aber es ist immer eine Frage: A, wer steht im Mittelpunkt der Feier? Ja, was ist der Anlass der Feier? Es gibt in der Bibel ein Fest, was wir Christen nicht feiern, Simchat Torah, das Fest, wo Gott dem Volke Israel die Torah, das Gesetz gegeben hat, wo sich die heutigen Juden freuen darüber: Gott hat uns Gebote gegeben, wo der normale Mensch sagen würde: Mensch, der hat so viele Gebote gegeben, wie kann sich der Jude darüber freuen? Aber die Juden nehmen das als Anlass zur Freude, sie feiern es auch, aber es gibt bei jeder Feier natürlich eine Grenze zur Sünde. Zum Beispiel wissen wir alle, wo der Alkoholgenuss beginnt, wo man dann eben über die Stränge schlägt. Aber bis dahin ist Feiern erlaubt, wenn es verbunden ist, zum Beispiel, wie das bei christlichen Feiern üblich ist, auch mit dem Gefühl einer abgrundtiefen Dankbarkeit. Mhm. Denken wir an Erntedankfest. Ich rede nicht an das Erntedankfest bei uns, sondern wirklich Erntedankfest in Ländern, wo die Leute wirklich dankbar sind, dass sie dieses Jahr eine gute Ernte hatten und keinen Hunger haben. Diese Leute feiern.
feiern und sind auch dem Allmächtigen von Herzen dabei dankbar. Mhm. Vollkommen in Ordnung. Und da hat Gott auch nichts dagegen, wenn die kleinen Kinder gegenseitig sich mit Matsch bewerfen und dann die Eltern rumschreien und sagen, hey, so war das nicht gemeint. Gott versteht das schon. Das okay, ist keine aber Frage. Das gefällt mir eigentlich sehr schön, die Zusammenfassung, wo du sagst, feiern ist eigentlich ganz okay. Man muss halt nur gucken, wer steht im Mittelpunkt der Feier. Wer steht im Mittelpunkt? Und bei Halloween hatten wir das gerade auch schon zusammen summiert. Also eine sehr unschöne Feier, wo etwas sehr Unschönes im Mittelpunkt steht. Ja. Und deswegen auch abzulehnen. Und du hattest auch gerade selber gesagt, ist es im Prinzip Marketing für Neuheidentum, für Okkultismus, für Bewegungen, die eigentlich es sich nicht lohnt nachzufolgen. Ja, das ist vollkommen richtig. Okay, okay. Aber Verkleiden und Erschrecken macht doch den Kindern so einen Spaß. Herbert, ist okay, müssen wir nicht feiern, aber dann liefer mal eine Alternative, oder? Okay, wenn wir jetzt zu diesem Tag eine Alternative finden wollen. Gut, es gäbe den Reformationstag, aber hier müssen wir dazu sagen, das ist eine Sache, zu der eigentlich nur wirklich Erwachsene mit einem gewissen Ernst einen Zugang haben. Oder der Gedanke an die Märtyrer. Auch hier wiederum, dazu haben eigentlich nur Erwachsene Zugang oder Menschen, die jetzt in einem Land leben, wo es wirklich Märtyrer gibt. Also ich könnte mir vorstellen, im heutigen China, dieser Tag könnte gut gefeiert werden. Ja, trotzdem werden, ist das für Fünfjährige. Das für Fünf- und Sechsjährige ist das nicht der Feiertag. Okay. Aber was machen wir? Man könnte als Alternative, auch wenn es jetzt weltlich wäre, im Sinne eines Späternte-Dankfestes ruhig eine Art Herbstfeiertag machen. Es hat früher das sogenannte Martinssingen gegeben, ein verchristianisierter Herbstfeiertag, wo die Kinder mit einer Laterne umhergezogen sind. Ich fand dieses Fest sehr widerwärtig, weil zweimal, wo ich mit der Laterne umhergezogen bin, ist meine Laterne verbrannt und das fand ich überhaupt nicht gut. Also, ja, aber grundsätzlich, man kann einen Herbstfeiertag machen mit auch durchaus, da können sich auch die Frauen austoben mit einem leckeren Kürbiskuchen. Und ich möchte hierbei in unseren Kreisen anmahnen, Kürbiskuchen schmeckt sehr, sehr lecker. Auch stimmt, wenn unter den älteren Russlanddeutschen Kürbis, das ist bei uns in Kirgisien Schweinefutter gewesen, stimmt nicht, das heißt meine Aussage stimmt, aber Kürbis selber ist, da gibt es so viele leckere Gerichte. Und dann kann man auch den Kindern beibringen, eine Rübensuppe schmeckt lecker, ein Kürbiskuchen und so weiter. Und dann kann sich eine Hausfrau auch jede Menge interessanter Dinge einfallen lassen. Okay. Ich empfehle Zimt und Vanille, aber gut, da mögen die Leute verschiedener Meinung sein. Und dann kann man auch ruhig, wie das in christlichen Gemeinden üblich ist, im Sommer eine Art Ausflug, kann man im Herbst etwas Ähnliches machen, vielleicht einen Ausflug, weil das Wetter ist nicht mehr danach. Aber in der Gemeinde kann man natürlich auch etwas feiern. Und man könnte das sogar auch ruhig verbinden mit einem Erntedankfest und den Kindern beibringen. Kinder, wir haben es gut. Nicht alle Kinder auf dieser Erde haben es so gut, dass sie jetzt diesen Kastanienkuchen oder diesen Kürbispudding essen können. Aber die Kinder wollen sich verkleiden. Können wir da was liefern, ein biblisches Fest zum Verkleiden? Ein biblisches Fest, ja, es wird von den Juden das sogenannte Purim-Fest genannt, aber das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, denn dieses Verkleiden, ja, okay, auch da schlagen die Juden ein bisschen für meine Begriffe über die Stränge, weil da auch im orthodoxen Judentum der einzige Tag ist, wo sogar ein orthodoxer Jude sich betrinken darf. Und hier muss ich sagen, so weit darf es nicht gehen. Also dann belassen wir es lieber beim Verkleiden. Wobei auch hier die Freude, sagen wir mal, keine gezwungene Freude sein dürfte. Aber es sollte immer im Bereich des Normalen bleiben. Also nicht zu sehr feiern, aber es sollte humorvoll sein, aber nicht so, dass der Spaß über alle Stränge Herbert, schlägt. Wie argumentiere ich denn jetzt für meine Kinder oder stellvertretend für meine Kinder in der Schule, wenn es darum geht, irgendwelche Halloween-Feiern, an denen sie teilnehmen sollen? In Schulen, Vereinen, bei Freunden. Irgendwo ist man eingeladen, das Kind eingeladen auf eine Halloween-Feier, vielleicht auch in der Schule. Tja, hilf mal. Sagen wir mal so, wenn es sich um einen Kreis handelt von seriösen Erwachsenen, würde ich, aber jetzt sage ich wieder meine Meinung, liebe Zuhörer, und die kann natürlich vollkommen falsch sein. Ich würde, wenn es ein Kreis von Erwachsenen ist, etwa mein Alter und auch hier mein Niveau, würde ich eher anschneiden, das Thema Feiertag für Märtyrer. Und ich würde sagen, ursprünglich ist es gewesen, Allerheiligenfest, ein Tag der Märtyrer, der Tag. Und dann würde ich im Sinne schon ansprechen, vielleicht ein bisschen missionarisch, was das bedeutet, Märtyrer, Menschen, die bereit gewesen sind. Die Lehrerin interessiert das sicherlich wenig. Nein, es wäre jetzt nicht die Lehrerin, es wäre vielleicht der Verein von Freunden, wo man bei einem. Gut, aber die wollen Halloween feiern. Okay, aber dann würde ich sagen, der Anlass ist für mich eher, ich feiere an dem Tag, entweder ich bin ja katholisch gezogen, ich feiere lieber an dem Tag aller Seelen oder aller Heiligen.
In der Schule würde ich so auf gar keinen Fall argumentieren, weil der Lehrer würde das vielleicht nachvollziehen können, aber es würde ihn nicht unbedingt überzeugen. Da würde ich schon eher argumentieren, hören Sie zu, dieses Fest hat einen Hintergrund, der eigentlich abgrundtief schlecht ist. Das haben wir gut ausgeleuchtet, auch hier mit Toten und mit Totenmasken und so weiter. Ich würde schon sagen, ich möchte meinen Kindern nicht unbedingt Angst machen vor dem Tod, das nicht, aber ich möchte meinen Kindern schon sagen, es ist nicht gut, wenn man hier eine Hemmschwelle abbaut, die den Bereich des Okkultismus überschreiten wird. Okay. Ich möchte nicht, dass meine Kinder dermaleinst mit diesen Dingen in Realität, also in Realität konfrontiert werden. Ich würde dann der Lehrerin klipp und klar ins Gesicht sagen, wir haben genug verkorkste Jugendliche heute, die okkult belastet sind, weil ich als... Ich hoffe mal, sie versteht dich. Nein, ich würde sagen, was ich vom Beruf bin. Mhm. Ich bin ja auch Dozent an einer Schule und ich erlebe leider auch Schüler, die belastet sind und die jetzt schon Psychopharmaka deswegen nehmen möchten. Okay. Und das würde bei dem Lehrer garantiert ankommen. Herbert, wenn an Halloween an deiner Tür geklingelt wird von Kindern, Süßes, sonst gibt es Saures, Herbert, was würdest du ihnen antworten? Also so wie wir es gemacht haben, ist es so, also wir schalten dann am Abend das Licht aus, dass die Leute denken, wir sind nicht da. Und wir haben das früher so gemacht mit unseren Kindern und ich fand das sehr, sehr schön. Wir haben uns dann in die Mitte unseres Reihenhauses gesetzt, wo das Licht von außen nicht sichtbar war, mit Kerzen, haben dann gemeinsam Abend gegessen. Das fand ich sehr schön und romantisch. Leider ist das jetzt bei uns nicht mehr so. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, ich auf der Straße oder jetzt in der Apotheke würde ich sagen, okay, hier habt ihr die Süßigkeiten, die Eltern kommen mit und dann wir haben dann jede Menge Süßigkeiten, die ich auch schon allein nie essen würde, weil sie so kalorienreich sind und hier bitte nehmt und so weiter und so fort. Aber wenn es sich jetzt um ein etwas ernsteres Gespräch geben würde, ich würde vielleicht das Kind, wenn es ältere Kinder sind, würde ich fragen, sag mal, weißt du denn, was du da überhaupt feierst? Oder warum verkleidest du dich denn als Totenmaske? Ich würde, wenn ich die Schokolade übrig hätte, der Konditionalsatz ist sehr betont, wenn ich sie überhaupt würde, würde ich dem Kind zwar die Schokolade vielleicht doch geben, aber ich würde dann vorher sagen, hör zu, die Totenmaske und das, was du da feierst, ist eigentlich eine böse, böse Sache. Mhm. Feiere doch lieber etwas, wo man Gott dankbar ist, an der Dankfest und so weiter. Aber hier hast du deine Schokolade. Ja. Ich habe auch schon viel gehört, dass Leute einfach Schilder an die Tür machen, hey, wir feiern Reformationstag, kein Halloween. Und da wird eigentlich auch das wäre sogar eine sehr gute Sache. Ich habe gehört, dass es solche Aufkleber sogar gibt in einigen christlichen Geschäften. Wir feiern Reformationstag, aber wir feiern nicht das Fest der Toten. Also da könnte man vielleicht sogar selber etwas malen oder bitte habt Verständnis. Das wäre sogar eventuell ein gutes Zeugnis, auf das ich jetzt selber so nicht gekommen wäre. Aber in dörflichen Gemeinschaften, wo jede Ratte, jeden Schwanz und jeder Storch jeden Hamster kennt, wäre das Herbert. Ja, nun, so ist es, die Leute wissen, hier diese Nachbarn sind. Okay. Genau, der Reformationstag. Wir wollen uns auch noch ein bisschen noch über den Reformationstag unterhalten. Wollen wir das? Okay. um den es ja eigentlich auch wirklich geht, der eigentlich gefeiert werden muss, was aber vielen Leuten mittlerweile fremd geworden ist. Ganz kurz, Herbert, worum geht es am Reformationstag? Eigentlich ist der Reformationstag das Gedenken eingerichtet von Reichskanzler Bismarck. An diesem Tag hat einer der großen Deutschen, Martin Luther, versucht, die böse katholische Kirche, die in den Augen von Bismarck eine ganz böse Sache gewesen ist, zu reformieren. Luther, erzähl mal kurz. Martin Luther war eigentlich ein katholischer Mönch gewesen, der gleichzeitig eine Professorenstelle innehatte und ihm hat Gott aufs Herz gelegt, bestimmte Missstände in der Kirche, die ich jetzt nicht unbedingt näher ausführen will, aber eben Gott hat den Martin Luther zu dieser Sache benutzt. Warum gerade Martin Luther? Warum nicht irgendwen anders? Martin Luther war wohl der Einzige gewesen, den Gott gefunden hatte, der selber einen gnädigen Gott gesucht hatte. Für Martin Luther war es ein großes Anliegen gewesen, Herr, wie werde ich frei von meiner persönlichen Sünde? Ich kann keine guten Werke tun, die machen mich nicht frei. Ich bin selber Priester, der Priester ist auch ein sündiger Mensch. Für Martin Luther war es ein Problem gewesen. Und Gott sucht heute noch Leute, die ihn suchen und nicht zufrieden sind mit ihrem selbstgefälligen, verfressenen Leben. Entschuldigung, wenn ich das so drastisch sage, aber so ist es. Okay, aber Herbert, warum nimmt sich da Gott so einen ganz, ganz kleinen Menschen? Warum geht er in der Kirchenhierarchie nicht ganz nach oben? Dort erreicht man doch Leute, die viel schneller viel mehr ändern können.
Das ist richtig und ich bin persönlich der Auffassung, Gott hat auch dort gesucht, aber eben nicht gefunden. Okay, warum nicht? Je höher ein Mensch steht, umso leichter lässt er sich blenden, wie wir von den Scheinwerfern, die jetzt hier stehen. Ja. Und je höher ein Mensch steht, umso mehr Wohlstand hat er auch, umso, leider müssen wir sagen, unempfänglicher ist er auch für die Stimme Gottes. Denn es bedarf auch geistlicher Ohren, um die Stimme Gottes zu hören. So manch einer, auch in unseren Kreisen, wird gerufen und hört ihn nicht, weil er vor seinem Computer sitzt und mit dem Computer umherspielt, okay, um es höflich zu sagen. Reformation ist ja eigentlich etwas, was erstmal schmerzt. Etwas Fehlerhaftes wird aufgedeckt, ja, und muss geändert werden. Sollte man das überhaupt feiern? Feiern in dem Sinne, ja, der Gedenktag daran. Eigentlich sollte man es nicht feiern. Ursprünglich war es gedacht als Gedenktag, dass so etwas mal notwendig gewesen ist. Mhm. Ja. Okay, das heißt, wir gedenken daran, ein bisschen Folklore, ein bisschen Martin Luther und dann machen wir weiter wie immer? Oder was soll uns der Reformationstag sagen? Das ist genau eigentlich das Verkehrte. Wenn Martin Luther heute diesen Tag sehen würde, auch diesen Tag, wie er vor 100 Jahren gefeiert worden ist, Martin Luther würde aufgrund seines Temperamentes sehr harte und unangenehme Worte der deutschen Sprache finden. Also ich habe gehört, ich habe es nicht gelesen, ich habe es nur gehört von Leuten, dass Martin Luther eine sehr derbe und manchmal auch nicht ganz salonfähige Redeweise gehabt hat. Und so jemand beruft Gott? Der Allerhöchste schaut auf das Herz, ob es ehrlich ist. Okay, selbst wenn er cholerisch ist. Selbst wenn er cholerisch und temperamentvoll ist. Herbert, wie viel Trost für uns, oder? Gerade für dich. Ja, danke. Ich kann es gebrauchen. Ja. Herbert, gib uns doch mal ein schönes Luther-Zitat. Martin Luther soll gesagt haben, bezüglich, ich glaube, der Stadt Wittenberg war es oder einer anderen Stadt, wo er vorgeladen war: Und wenn die ganze Stadt voller Teufel wäre, würde ich doch hineingehen. Also der Mann hatte Mut gehabt, obwohl er wusste, dass er unter Umständen leiden musste. Vor 100 Jahren vorher war ja sein großes Vorbild Jan Hus verbrannt worden. Martin Luther musste eigentlich damit rechnen, dass ihm etwas Ähnliches drohte. Also er hatte zu seiner derben Aussprache auch eine gehörige Portion an Mut. Ja. Ne? Stimmt. Fehlt uns das heute oder sind wir genauso mutig? Sagen wir mal so, je verwöhnter wir werden und je wohlstandsgewöhnter wir werden, umso mehr lässt unsere geistige Kraft nach. Mhm. Und erst in Verfolgungszeiten zeigt sich, oder in, sagen wir mal so, in Grenzsituationen zeigt sich, wie viel Mut wir wirklich haben. Ich sehne diese Grenzsituationen nicht herbei, aber objektiv gesehen sage ich, manchmal wäre es notwendig, wenn Gott uns auf Wert prüfen würde. Wo Martin Luther immer falsch übersetzt hat, Gott versuchte. Gott versucht nicht, Gott prüft auf Wert, wie er Abraham geprüft hat, auf Wert. Hat Martin Luther Erfolg gehabt mit seiner Reformation? Von seinem Standpunkt aus war es ein Misserfolg gewesen, denn Martin Luther wollte die katholische Kirche reformieren. Dass eine eigene Kirche, also quasi eine Abspaltung daraus geworden ist, hätte er persönlich damals vielleicht als Misserfolg gesehen. Heute, wo er in der Ewigkeit steht und den Plan Gottes besser kennt, würde er vielleicht sogar sagen, es war notwendig gewesen, Herr, aber ich habe es nicht verstanden, deinen Weg. Okay. Martin Luther hat reformiert im Sinne Gottes, die böse, böse katholische Kirche links liegen gelassen, die evangelische Kirche, das sind jetzt die Helden. Ist damit die Story zu Ende? Nein, denn streng genommen müssen wir sagen, Martin Luther konnte längst nicht alles erkennen an Fehlern, was in der Kirche war. Er war nur ein so kleines Gefäß gewesen. Gott konnte nur so viel Erkenntnis in ihn hineingeben, wie ihn hineingepasst hat. Gott hat einen Calvin und einen Ulrich Zwingli benutzt. Gott hat einen Menno Simons benutzt. Stufenweise quasi ging die Reformation vorwärts bis, ja, hier gibt es verschiedene Meinungen, ob die Kirche heute noch Reformation bedarf oder ob das bibeltreue Christentum Reformation bedarf oder nicht. Die Meinungen gehen auseinander. Herbert, damit hast du doch eine schöne Frage jetzt in den Raum geworfen. Bedarf denn die Kirche heutzutage einer Reformation? Wobei das Wort Kirche natürlich jetzt
sehr vieldeutig ist. Fangen wir mal an mit der Staatskirche. Mit der also die sogenannten großen Kirchen wie evangelisch und katholisch haben sich also mittlerweile so weit von dem Worte Gottes entfernt, dass wir vielleicht sogar sagen müssen, jetzt sage auch ich wieder meine Meinung, die verkehrt sein kann. In der Hinsicht muss ich sagen, hoffentlich ist sie verkehrt, aber ich befürchte leider nein. Die Kirchen haben sich so weit entfernt, sie haben so viel Welt und Gottlosigkeit in sich hineingelassen, dass sie gar nicht mehr reformierbar sind. Okay, und die sogenannten Freikirchen, was ist mit denen? Die sogenannten Freikirchen stehen heute in einem Zustand da. Also wenn Martin Luther das sehen würde, ich glaube, er würde drastische Worte finden, sehr drastische Worte sogar. Gut, aber die Freikirchen sind ja teilweise größtenteils diejenigen, die doch irgendwie noch eine gewisse Ernsthaftigkeit hinter ihrem Glauben haben. Ja, die gewisse Ernsthaftigkeit hat sehr, sehr stark abgelassen. Und das ist ja gerade die große Tragödie. Wir leben nach unserer Erkenntnis in der Endzeit und die Ernsthaftigkeit müsste eigentlich größer geworden sein. Und stattdessen erleben wir und bitte, ich nehme mich jetzt davon nicht aus. Wir neigen dazu, dass wir Christentum mehr oder weniger als eine Art Freizeitbeschäftigung spielen, wie eine Art Hobby. Und manche sind wirklich nicht mehr ernsthaft dabei, obwohl sie es meinen. Das ist ein typisches Richterzitat jetzt gewesen. Was meinst du denn damit konkret? Wir spielen hier rum. Wir spielen rum. Für viele ist die christliche Gemeinde eher eine Art Ersatzfamilie und eine Art Freizeitbeschäftigung. Das ist mein Eindruck und ich nehme mich von diesem Eindruck selber nicht aus. Und die Frage, wie ernst meinst du es denn eigentlich mit deiner persönlichen Nachfolge? Diese Frage, wenn die gestellt würde, ich glaube, sie könnte nur gestellt werden, wenn wirklich wir in eine Situation kommen würden, wie zum Beispiel Olaf Latzel gekommen ist, als er von der Kanzel ein paar Wahrheiten gesagt hatte und auf einmal feststellen musste, in seiner Kirche klatscht keiner mehr. Er hat dafür ernsthafte Kritik, nicht nur Kritik, er hat fast Berufsverbot bekommen. Und wir driften auf diese Zeit zu, wo Christentum wieder was kosten wird. Und dann wird sich herausstellen, wie ernst wir es meinen. Okay, aber inwieweit würdest du denn zum Beispiel auch die sogenannten bibeltreuen Gemeinden reformieren? Oder wo siehst du so die größten Defizite, selbst bei den Christen, die doch irgendwie versucht sind, ganze Sache zu machen? Ich würde jetzt hier nicht so sehr die Lehre mir angucken. Bezüglich der Lehre haben wir ein sehr hohes Maß an biblisches Erkenntnis und ob wir wirklich alle biblische Erkenntnis 100% richtig haben und haben müssen, das wollen wir jetzt mal auf einen anderen Punkt, ist eine andere Frage. Nein, ich sehe bei uns in unseren westdeutschen Gemeinden, egal ob jetzt unsere Bruderschaft oder allgemein, westdeutsche Freikirche Christen, ein großes, großes Defizit, welches eine Krankheit unseres Wohlstandes ist. Wir haben nicht mehr diese ursprüngliche Herzlichkeit, wie sie früher in unseren Gemeinden war. Kommt jemand fremd in unsere Gemeinde hinein, wir lächeln nett und sagen höflich guten Tag. Okay. Aber richtig das aufeinander zugehen, wie ich es noch kannte von Russlanddeutschen, wo sich wirklich ein paar Leute gefreut haben, mir ist nicht человек, ein Hiesiger kommt und dann mich an der Hand gegriffen, ich habe die Hand noch gar nicht ausgestrichen, und dann, Bruder, es ist er noch so gerollt, wo kommst du her, wo bist du, und es war vielleicht neugierig gewesen, diese Herzlichkeit, das fehlt uns und das haben wir verlernt. Und das gilt für mich genauso wie für jetzt wohl auch andere, die Sie angesprochen haben. Okay, das heißt, ist ein Jammer, ein Manko und auch ein Defizit. Das heißt, dir würde es gar nicht so sehr um die Theologie gehen, jeder hat seine kleinen Fehler und Schwächen, das Gesamtbild passt trotzdem, dir würde es eher so um die sogenannten Soft Skills gehen. Ja. Es geht mir jetzt nicht um spezielle Aspekte der Lehre, wenn es jetzt nicht gerade die Toleranz von bestimmten Sünden ist. Da würde ich schon böse sein und böse reagieren. Aber es geht jetzt nicht um theologische Spitzfindigkeiten, wie aus welchem Metall sind die Gassen im himmlischen Jerusalem, Gold oder Silber. Ja. Sondern es geht um die Praxis. Uns fehlt diese ursprüngliche Herzlichkeit. Diese Herzlichkeit, die ich in Russland erlebt habe, also das habe ich erst gar nicht auf Russisch verstanden, wo wirst du übernächtigen? Ja, also ich war ja eingeladen von Leuten, ne? Der frei angeboten, wo wirst du übernachten? Wer würde heute das uns noch fragen? Diese Bereitschaft, komm mit uns nach Hause zum Essen und du kannst hier schlafen, auch wenn der Komfort nicht das Drei-Sterne-Hotel ist.
Hier haben wir, ja, das ist kulturell bedingt und das ist schlecht, dass das bei uns mittlerweile so ist. Okay, das heißt, dir geht es vor allem so um diese praktische Nächstenliebe, die doch das sehr... Das praktische, herzliche, diese Nächstenliebe, ja, durchaus haben wir Nächstenliebe, aber es fehlt eben dieses Ursprüngliche, was teilweise noch in Entwicklungsländern und besonders in Ländern der Verfolgung vorhanden ist. Wo könnte man denn noch ein bisschen reformieren? Also praktische Nächstenliebe akzeptiert, nehmen wir hin. Könnte jeder darüber nachdenken, wo noch? Es gibt in einigen Kreisen von uns, insbesondere in den Kreisen, bitte jetzt nicht böse sein, wenn ich das sage, wo ich herkomme, Richtung westdeutsche Pfingstwegen, charismatische Kreise, gibt es eine Tendenz, dass man sehr gerne versucht, Frömmigkeit und Lobpreis durch eine Art künstliches Gefühl nach außen darzustellen. Ich habe früher das genauso gemacht, muss ich dazu sagen. Mhm. Aber mittlerweile, gerade wenn Menschen von draußen hereinkommen, die Kummer haben, die fremd sind, die vielleicht mal reingucken, die haben, auch wenn sie so kurzsichtig sind wie ich, haben einen scharfen Blick, ein scharfes Gespür für das, was an unserer Frömmigkeit echt ist und unecht ist. Okay. Aber hier muss ich wieder ein bisschen vorsichtig sein, denn vielleicht stehe ich selber auch in der Gefahr, dass gezeigte Frömmigkeit auch bei mir vielleicht den Hauch des Unechten hat. Ich will jetzt nicht der Mensch sein, der im Glaskäfig sitzt und kräftig die Steine wirft. Okay, bitte, verstehe. Das ist... Aber also dir geht es vor allem darum, um wirklich etwas Unechtes, eine zur Schau gestellte Heiligkeit im Rahmen der Predigt, des Gebetes, dass man mehr tut als da ist. Wir brauchen das Ursprüngliche, das Herzliche, das Echte, das Aufrechte. Das Echte. Das kommt uns jetzt, das wird langsam Defizit bei uns. Ein Jammer eigentlich, weil zumindest von der Lehre her und gerade in unseren Kreisen von der Herkunft her haben wir alle Voraussetzungen, dass alles bei uns echt sein könnte. Und doch, ich denke, das ist so eine Art Krankheit des Wohlstandschristentums. Mhm. Ja, ne? Okay, verstehe. Also wir müssen wirklich aufpassen, dass wir authentisch bleiben und nichts vorspielen. Also in unserer Geistlichkeit. Okay, bedarf es auch im christlichen Lebensalltag, also so wie 90% unserer Christen leben, unserer bibeltreuen Christen, bedarf es da auch einer Reformation? Ja. Wir passen uns manchmal doch sehr leicht der Mehrheitsbevölkerung und dem Trend an. Mhm. Und das ist wiederum auch normal. Der Mensch passt sich automatisch der Mehrheit an. Ich erinnere an meine Schüler, fängt einer an zu gähnen, automatisch. Ich kenne selber diese Tendenz, dass man dann automatisch auch anfängt zu gähnen. Okay. Das ist so, ich mache das jetzt ein bisschen spaßig mit dem Gähnen, weil das kann man als Lehrer am häufigsten beobachten. Aber wir neigen dazu, dass wir keine Originale sein wollen, sondern wir wollen doch irgendwie mit dem Mainstream schwimmen. Auch im Alltag, auch in unserem Verhalten, Benehmen, Kleidung, das ist nicht gut. Wir sollten wieder den Mut haben zu sagen, wie ich es noch von meiner Cousine aus der Ostzone kannte, die dann öffentlich beim Beten das Haupt bedeckt hat in einem Restaurant. Ich habe es gehört, ich mache es. Und wenn die anderen gucken, dann gucken sie eben. Ja und? Mhm. Guck, Neugierde ist ein Zeichen geistiger Beweglichkeit, basta. Okay. Ja, die hat diesen Mut gehabt eben und das fand ich super von ihr. Ja, okay, genau. Wenn das ihre Überzeugung war, dass sie dazu steht, darum geht es. Und darum ging es und das hat bei ihr auch super gut gewirkt. Und ich glaube, Ähnliches würde bei uns auch wirken. Auch wenn wir dann anecken, dann ecken wir eben an. Ich bin eben nicht rund und dick, ich bin eben ein bisschen sperrig. Ja? Wenn Martin Luther heute wieder da wäre, würde er genau diese Defizite ansprechen, die du gerade genannt hast? Zumindest würde er sie praktizieren. Er war ein Original, das sich nicht gescheut hat, die Hand vor den Mund zu nehmen. Und ich glaube, Martin Luther, ich hoffe, er wird mir nicht böse sein in der Ewigkeit, falls er diese Worte dann hören würde, hätte genau wie Jesus auch eine kleine Peitsche in die Hand genommen und würde da auch ein bisschen in einer Kirche umher. Also Martin Luther konnte ja sehr temperamentvoll auf der Kanzel, er soll ja sogar einmal da die Kerzen umgestoßen haben, weil er mit der Faust so, es ist ja auch wieder ein bisschen Legende. Aber sagen wir mal, manches an Temperament wäre nicht verkehrt und Martin Luther, er würde auch ganz drastisch einige Dinge uns sagen. Was würde mit dem Luther dann heutzutage passieren?
Also er würde wegen Volksverhetzung angeklagt werden. Okay. 100% Volksverhetzung wäre das Mindeste. Also nicht der Scheiterhaufen, sondern eher der politische Scheiterhaufen. Naja, der politische Scheiterhaufen. Okay. Ne, er würde abgekanzelt werden als, was weiß ich, für ein böser Rechtsradikaler oder Volksverhetzer oder wie man, was man heute finden würde. Was würdest du denn den kleinen Luthers, so nenne ich sie mal, heute empfehlen? Also die Leute, die wirklich merken, Mensch, meine Gemeinde hat sich nicht zum Guten entwickelt, irgendwie bedarf auch hier einer Reformation. Was würdest du diesen Leuten empfehlen, den kleinen Reformatoren, die Missstände in ihren Gemeinden entdecken und gerne irgendwie was machen würden? Also sagen wir mal so, meine Empfehlungen müssen nicht unbedingt immer der absoluten Wahrheit entsprechen. Ich würde nicht die Empfehlung geben, obwohl es manche vielleicht gerne machen würden, dass ich die Württemberger Thesen oder die Thesen zu meiner, was ich schlecht finde, würde ich jetzt nicht offen an die Kirchentür hängen und noch am besten bei der nächsten Predigt, wenn ich zum Worte genommen werde, würde ich die Thesen wirklich nicht vorlesen. Gemeinde, ich habe jetzt das Wort und so müssen wir machen. So würde ich nicht vorgehen, obwohl vielleicht Luther so unklug vorgegangen wäre. Aber ich würde zumindest versuchen, ja, wenn es sich um lehrmäßige Dinge handelt, würde ich versuchen, unter vier Augen, das wäre der biblische Weg, mit den Ältesten oder, ja, oder mit Diakonen zu reden, oder zumindest wenn es sich jetzt um diese Dinge der Herzlichkeit oder Nächstenliebe, ich würde versuchen, sie persönlich zu praktizieren. Also sagen wir mal, wenn ich mich jetzt stoßen würde, dass jetzt ein Paar in meiner Gemeinde, ich bin ja aufgewachsen in Gemeinden, wo alle sitzen geblieben sind, ne? Und ich fand es super gut, Russlanddeutsche knien oder stehen auf, ne? Und das habe ich auch in der Gemeinde gesagt. Natürlich, ich bin angeguckt worden wie ein bunter Hund. Werde ich heute noch angeguckt. Ja, und dann habe ich es ich habe es vom Mitternachtsruf übernommen. Bin ich in meiner Gemeinde, als gebetet wurde, habe ich mich als Einziger hingestellt und aufgestanden. Ja, haben sie alle geguckt, ne? Und bis dann es eingeführt wurde, das war eine ganz kleine Gemeinde nur, dass dann gesagt wurde auch, gut, und wir stehen zum Anfangs- und Abschlussgebet stehen wir tatsächlich auch auf, mit Ausnahme der ganz alten Schwestern sowieso, die wegen ihrer kaputten Knie nicht mehr können. Also persönliche Gespräche, aber vor allem auch Vorbildfunktion. Ich würde versuchen, Vorbildfunktion zu machen. Und ansonsten, Nagel hätten wir hier, und dann schreibst du mal richtig und dann tobst du dich aus an der Tür. Naja, ich weiß nicht, ob unsere Plastiktür das aushalten würde. Stimmt. Die alten Holztüren waren doch besser. Die alten Holztüren waren besser. Da sieht man wieder, das Alte hat doch noch seinen Wert. Das Alte hat bestanden. Das altraue Kreuz. Sollten wir wieder mal in unserer Gemeinde singen, dieses Lied. Vielleicht sogar am Reformationstag, wer weiß. So. Genau, damit sind wir zumindest durch erstmal mit unserem Thema Happy Reformationstag. Ja, lieber Zuschauer, du kannst entscheiden, was du feierst, ob du Happy Halloween oder den Reformationstag feierst. Ich hoffe, wir haben dir heute zumindest ein klareres Bild gebracht. Die Ursprünge über Halloween, wir beide finden sie nicht besonders schön, nicht besonders nachahmenswert, selbst wenn es im Spaß ist, weil es doch ein Spaß ist, der in die falsche Richtung geht und im Prinzip auch Marketing für eine ziemlich falsche Sache ist. Habe ich und richtig gesagt. Ich grüße auch alle kleinen und großen Calvins, Luthers und Menno Simons. Wenn ihr uns zuhört zumindest. Ja, wir sind damit zumindest durch im Thema. Wir wünschen euch alles Gute und Happy Reformationstag. Und gesegnetes Denken an alle Heiligen. Ja, aus mir redet noch der alte Katholik. Alles klar. Okay, bis dahin. Ansonsten könnt ihr uns gerne ein Like oder ein Abo geben. Oder auch nicht, ist mir egal. Ich glaube, Herbert, aus dir kriegen wir eh keinen YouTube-Star mehr gemacht, oder? In meinem Alter nicht. Also, macht's gut. Ciao.